Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego City Undercover. Hier kommen wir noch nicht rein, okay. Ja, was muss ich jetzt machen? Einfach mal alles kaputt machen. Irgendwann wird schon was rauskommen. Es muss ja irgendwas hier sein, ansonsten wüsste ich es nicht. Bananen, Äpfel, jawohl. Geil. Das war jetzt nicht schwer. Was kriegen wir dafür? Nichts. Doch. So. Hast du diese Dinger hier, die Tesla-Türme reparieren? Ah, ich weiß, wo die hinkommt. Wie gut das aber jetzt übrigens heraus... also, dass ich es herausgefunden habe, oder dass wir es herausgefunden haben, dass Forrest Blackwell der Böse ist. War ja auch irgendwie zu erwarten. Also. Ne? Wow. Ja dann. Gibt's wieder einen Mega Jump hier runter. Und wenigstens gehen die Kisten so kaputt. Ist voll geil. Ach, jetzt braucht er wieder eine. Hier eine Sprungschanze, bin ich blöd? Nee. Sprungbrett. Und? Abwärts! So. Ich hoffe, das sind nicht wieder riesige Ventilatorflügel. Keine Ventilatorflügel, nur Laserkanonen. Wow. Boah, die haben mich getroffen. Gefolgt von rotierenden Energiestrahldingern. Ich wette, dieser Schacht endet in einem Schmelzofen. Ich hätte jetzt gesagt, das sind Energiezellen, aber naja. Perfekt. Ein U-Boot. Damit schaffen sie wohl das meiste Material heran. Nicht ernsthaft, ein U-Boot. Voll geil. So, erstmal hier verhaften die Typen. Da komme ich nicht dran. Auf jeden Fall ist da dieser Professor drin. Professor Kowalski. So. Dafür kriegen wir noch eine Kiste. Würde ich jetzt sagen. Nee. Dynamit.
Boah. Hm. Verpassen wir dem Teil ein Upgrade. Ich hab Angst, wenn ich das schon höre. So. Ich stell mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist. Was ist hier los? Oh oh. Hey! Tja, erstmal den Captain näher weggejagt. Oh, da sinkt das U-Boot. Mein U-Boot! Tja. Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Oh, Diamanten und wieder Äpfel. Toll. Dann wollen wir da mal durch. Klopf, klopf. Der ist nicht ernsthaft da drauf geblieben. Ich wollte schon sagen. Wer ist da? Der Brand, Feuerwehrmann. Brandmeister, würde ich jetzt sagen. Brandmeister war ja der andere. Oh, das sind Hübis. Astronauten. Mit Jetpacks. Die ist gerade zerfallen. Lass mich sofort runter. Lol, das. Ja, die verglühen. Irgendwie. Nein, falscher. Eins von fünf, okay. Jetzt kommt sowas hier auch noch rein. Ah ja, was kommen jetzt alles für Typen? Die Leute von Wax Fury, dann irgendwelche Astronauten. Zack, weg mit euch hier. Weg! Schallfläche zerstören wir mal. Ein Lasergitter. Da ist ein Superstein. Wie komme ich. Ein Cheetah-Stein. Wie komme ich daran? Keine Ahnung. Mal gucken. Sehr gut. 2 von 5. Ach komm, gehen wir jetzt da hoch. Ja gut, grün habe ich jetzt leider nicht. Da hinten ist irgendwas drin. Da finden wir grün. Boah, Blumentöpfe 1 von 5, ach Gott. Das ist auch so eine Mission, wo du so viel machen kannst. Mein eigener Raketenrucksack. Aha, Raketenrucksack, jawoll. Da. Hä? Irgendwie hat ja gerade nicht funktioniert. Ah. Ja, das ist ja nice.
Nein! Wow. So. Schau. Ja, komm her. Ja. So. Zack, kaputt. Offen. Ja, und jetzt? Ich brauch Dynamit. Wo kriege ich Dynamit her? Das ist die Frage. Aha, eine Brücke. Toll, hier kann ich auch nichts machen. Kann ich noch was aufbrechen? Blume. Hä? Aha. Geh offen. Zack. Oh, hier war ja noch so viel. Toll, hat aber auch nichts gebracht irgendwie. Also. Ich weiß nicht. Hä? Ja. Muss ich da hinten hin? Da oben. Ach, da oben. Das wäre eine Option. Zack. Wie komme ich jetzt da hoch? Aha, so. Ich habe mich schon gewundert. Wofür sollte das gut sein? Ich dachte schon, das müsste doch eigentlich da durch. Aber gut, dann halt nicht. Na, ein Dynamitautomat. So. Ach ja, dafür ist das dann gut. Ah, ein Automat. Ach Quatsch, ein Teleporter. Ja, ciao. Die sind gerade in die Zahnräder reingefallen. Ich glaube, die wurden gerade zerkleinert. Aha. Wow, und das alles nur mit einem Bündel Dynamit. Cool. Ja. Aha, hier sind wir jetzt also. Jetzt wollen wir darüber fliegen. Nicht die Spawn! Na, nein. Ach komm! Lässt er das fallen? Sollte eigentlich das aktivieren, aber ich stand da nicht richtig drauf. Ja gut. Zack.
Haha. Oh, neue Raketentypen. Astronauten. So. Ja, eigentlich könnte der ja wieder hochfliegen, ne? Sollte ja nicht so schwer sein für den. Perfekt, so. Okay, das Level ist ganz schön lang, habe ich so das Gefühl. Es kommt mir jedenfalls gerade sehr lang vor. Da ist auch noch eine dieser Blumen drin. Oder mir macht der Level vielleicht nicht so viel Spaß, dass es mir deswegen so lang vorkommt. Perfekt. Haben wir auch alle 5 Blumen gefunden. So. Ciao. Aha. Da wird jetzt so ein Ding rausgezogen. Und dann dürfte der Strom vielleicht nicht mehr stark genug sein, oder? Tatsächlich. Dadurch wird das. Also kann man das nicht mehr tragen. Ja, komm, nehmen wir den noch mit. Und was ist hinter dieser Tür? Herausfinden werden. So. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Dynamit. Oder eine Box. I'm a living in a box. Toll, noch eine Tür ist da. Ich werde euch niemals helfen. Es war doch klar, dass sowas rauskommt. Ich halte das nicht mehr aus. Das reicht jetzt, Rex. Oh, sorry. Mein lieber Professor. Moment. Dieser törichte Computer. So. Mein lieber Professor Kowalski, bitte. Seien Sie vernünftig. Forrest Blackwell! Forrest Blackwell? Sie haben mich belogen. Sie sagten, meine Arbeit würde der Gesellschaft nutzen. Oh, das wird sie. Nur nicht dieser Gesellschaft. Dieser Gesellschaft, die mein Geschenk verschmähte. Dieser Gesellschaft, die mich verschmähte, als ich ihr das Paradies bot. Ihr Monsterprojekt im Bluebell Nationalpark hätte zu einer gewaltigen Verseuchung geführt.
komplette Tierwelt wäre zugrunde gegangen. Als gäbe es nicht genügend Eichhörnchen. Na gut, tun Sie, was Sie müssen. Ach, Professor, Ihnen würde ich doch nie wehtun. Dad! Oh, meine Natalia! Ich weiß, was Sie vorhaben! Hilf Ihnen nicht! Das reicht, meine Liebe. Ich nehme an, wir haben uns verstanden, Professor. Ja, das Passwort für den Apparat lautet Forrest Blechfell. Oh Gott. Scheint zu funktionieren. Danke, Professor. Dieser blöde Computer. Ich verlange sofort einen neuen. Computer, sagt er auch. Meine Tochter? Was soll mit ihr sein? Oh, Natalia, was habe ich getan? Zimmerservice? Ja, wo sind die Typen hin? Die zwei Astronauten. Jetzt muss ich aber hoch zum Professor. Die Folge geht auch schon wieder so lang. Ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle wieder eine Pause. Wenn die Folge euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns. Warte mal, wann kommt die Folge überhaupt? Diese Folge, die ich jetzt gerade spiele, müsste am Freitag kommen. Dann sehen wir uns am Montag wieder zu einer neuen Folge Lego City Undercover. Ciao.